Ist es so, dass ich jederzeit kann, das Geld, das ich in Aktien angelegt habe, wieder rausnehmen, beispielsweise für einen Hauskauf, für eine Immobilie? Das könnte ja beispielsweise bei beim Säule 3a-Versicherungsprodukt nicht. Genau, das ja. Kann ich nicht einfach so rausnehmen. Ja, also du weißt, wenn du in den Aktienmärkte investierst, wenn das westliche Aktienmärkte sind und grosse Firmen, und das ist das, was ich dir empfehle, dann kannst du das Geld jederzeit kannst du das rausnehmen. Okay. Du kannst jederzeit die Aktie verkaufen. Das also genau so, wie ja. Ich sie kaufen kann, so jederzeit genau. Verkaufen. Ja, es gibt ganz wenige Situationen. In China zum Beispiel hat im letzten Börsencrash eine Phase gegeben, wo wir es nicht gerade verkaufen konnten. Wir mussten 3-4 Monate warten, bis wir es verkaufen konnten. Bei uns ist das eher unwahrscheinlich. Also im Westen ist das letzte Mal so während dem Weltkrieg passiert, Grössenordnung. Wo man dann mal gesagt hat, jetzt müssen wir mal stoppen, weil die Leute verkaufen zu viel. Aber du bist sehr liquid mit Aktien, das ist ein grosser Vorteil. Du kannst wirklich dann sagen, und jetzt will ich das Haus und momentan habe ich eigentlich genug Geld, jetzt verkaufe ich das. Mhm. Und das ist auch der richtige Zeitpunkt, um Aktien zu verkaufen. Dann, okay. Wenn du das Geld brauchst. Ja. Okay. Weil du auch den Verkauf nicht weißt, ob es ein guter Zeitpunkt ist. Oder? Dann verkaufst du aber alles auf einmal. Oder das, den Betrag, den du rausnehmen willst, nimmst du auf einmal. Ich denke aus praktischen Gründen, ja. Aus pragmatischen Gründen, ja. Es gibt die Situation, wo du ins Retirement gehst, das ist absehbar, dass du dort Geld brauchst zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber sogar dann empfehle ich dir eigentlich auch nur das zu verkaufen, was du in diesem Jahr brauchst. Mhm. Weil du ja nicht einfach nur 5 Jahre oder 2 Jahre retired bist, sondern vielleicht 20, 30 Jahre, das heißt, du musst immer noch Geld angelegt haben.